Heute zeige ich euch, wie man aus einer ganz einfachen Papierserviette so einen schönen Hasen falten kann. Dafür brauchen wir eine ganz normale Serviette und am besten eine kleine Büroklammer noch, die wir nachher nehmen, damit der Hase dann auch wirklich steht auf dem Tisch. Die Serviette einmal aufklappen, sodass die offene Seite der Serviette nach unten liegt. Jetzt falten wir die untere Kante der Serviette genau auf die obere Kante. Jetzt jeweils die Kanten von rechts unten und links unten zur Mitte nach oben falten. Nun die Spitzen oben rechts und oben links nach unten zur Mitte hin falten. Die dadurch entstandenen Kanten können wir jetzt auch zur Mittellinie hin nach unten falten. Dadurch entsteht dann diese Figur und die drehen wir auf die Rückseite. Die Spitze von oben jetzt nach unten klappen. Und das Ganze wieder zurückdrehen. Jetzt können wir die beiden unteren Kanten nach vorne zusammenklappen. Wenn wir das Ganze jetzt drehen, haben wir schon die Hasenform. Jetzt noch ein bisschen die Löffel ausformen. Und als letztes, damit der Hase gleich auch stehen kann, eine Büroklammer nehmen und hinten die beiden Teile zusammenstecken. Dann in der Mitte noch ausformen, sodass er auch wirklich stehen kann, sodass eine kleine Form entsteht und dann den Hasen auf den Tisch stellen. Viel Freude beim Nachmachen und beim Falten eines Hasen für die Tischdekoration. Bis zum nächsten Mal bei Tipptiger.